Herzlich willkommen zur Online-Vorlesung zum Thema Notwehr. Wir beschäftigen uns heute mit einem ausgewählten Rechtfertigungsgrund, nämlich der Notwehr gemäß § 32 StGB. Auch diese Präsentation basiert auf einer Präsentation von meinem Kollegen Udo Sachse und ich habe sie im Vergleich zu der, die wir in der Vorlesung durchgesprochen haben, etwas gekürzt. Beginnen wir noch einmal mit einer allgemeinen Aussage zur Rechtswidrigkeit. Rechtswidrigkeit bedeutet also, dass die Tat im Widerspruch zur Rechtsordnung steht. Aus § 11 Absatz 1 Nummer 5 StGB ergibt sich, dass eine rechtswidrige Tat nur eine solche sein kann, die den Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklicht. Insofern indiziert die Verwirklichung des objektiven und des subjektiven Tatbestandes also in der Regel, also grundsätzlich, die Rechtswidrigkeit der Handlung. Das bedeutet, ein sogenanntes Regelausnahmeprinzip. Das heißt, die Regel ist, dass die Tatbestandsverwirklichung auch die Rechtswidrigkeit indiziert, aber von solchen Regeln gibt es eben auch Ausnahmen. Deswegen nennt man das Regelausnahmeprinzip und eine solche Ausnahme, die schauen wir uns heute mit der Notwehr an. Hier noch ein Klausurhinweis. Ergeben sich in einer Klausur keinerlei Problemstellungen in dem Bereich der Rechtswidrigkeit, also sind keinerlei Rechtfertigungsgründe ersichtlich, dann könnt ihr hier auch relativ kurz feststellen, dass sich aus § 11 Absatz 1 Nummer 5 StGB grundsätzlich ergibt, dass die Tatbestandsverwirklichung die Rechtswidrigkeit indiziert und dann schreibt ihr hin, dass vorliegend keine Rechtfertigungsgründe ersichtlich sind und damit das Handeln des Täters eben auch rechtswidrig gewesen sein dürfte. Ganz wichtig ist allerdings, dass wenn mögliche Rechtfertigungsgründe in Frage kommen, dass ihr diese dann auch ansprecht und prüft. Das ist immer die Gefahr, wenn man diese Sätze, wie auf der Folie zuvor beschrieben, wenn man die auswendig lernt, dass man sie einfach hinschreibt und in der Klausur dann wichtige Inhalte übersieht. Also schaut darauf, sind mögliche Rechtfertigungsgründe vorhanden, dann sprecht sie an, auch wenn vielleicht der Täter im Sachverhalt sagt, ja, aber die hat mir doch vorher die Vorfahrt genommen, deswegen war ich doch gerechtfertigt, dann reicht es hier zum Beispiel ein schöner Satz, dass es eben keinen Rechtfertigungsgrund darstellt und ihr zeigt einfach, dass ihr wieder den Sachverhalt mit einbezieht in eure Argumentation und das gibt bessere Punkte. Rechtfertigungsgründe können sich generell aus vielen Bereichen der Rechtsordnung ergeben. Wir hatten das ja in der Vorlesung besprochen. Ich werde jetzt hier nicht näher darauf eingehen, aber die Einheit der Rechtsordnung zeigt, dass also auch aus anderen Rechtsvorschriften, nicht nur aus dem StGB selbst, sondern aus dem BGB, der StPO, dem POG und so weiter, sich eben auch Rechtfertigungsgründe ergeben können. Polizeiliche Ermächtigungsgrundlagen sind ebenso Rechtfertigungsgründe. Ihr solltet hier allerdings darauf achten, dass ihr diese Ermächtigungsgrundlagen auch beherrscht, denn wenn ihr sie nicht beherrscht und entsprechend rechtswidrig handelt, könnte es sein, dass ihr euch selbst eines Amtsdelikts strafbar macht. Ganz wichtig, auch für die Klausur, Rechtfertigungsgründe enthalten keine Tatbestandsmerkmale, sondern sie werden hier Rechtfertigungselemente genannt. Objektive Rechtfertigungselemente und subjektive Rechtfertigungselemente. Also bitte verwendet auch diesen Fachbegriff in einer Prüfung. Kommen wir nun zu dem Rechtfertigungsgrund, den wir uns heute anschauen wollen, nämlich die Notwehr gemäß § 32 StGB. Der Grundsatz, den haben wir eben erläutert, der steht in § 11 Absatz 1 Nummer 5 StGB. Danach indiziert die Tatbestandsverwirklichung regelmäßig, also grundsätzlich, die Rechtswidrigkeit. Eine Ausnahme, und das war diese Geschichte mit dem Regelausnahmeprinzip, kann eben § 32 Absatz 1 StGB darstellen, denn eine Tat ist dann nicht rechtswidrig, wenn sie durch Notwehr geboten ist. Wie die Notwehr aussieht, also die Definition der Notwehr, die ist im darauffolgenden Absatz beschrieben, nämlich in § 32 Absatz 2 StGB. Darin ist die Notwehr definiert, nämlich als Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwehren. Diese Begrifflichkeit von sich oder einem anderen abzuwehren ist schlichtweg die Unterscheidung zwischen Notwehr und Nothilfe. Die basieren beide auf § 32 StGB, aber bitte verwendet auch diese Fachbegriffe in einer Klausur. Wenn ihr also feststellt, dass der in Notwehr Handelnde einen Angriff von sich selbst abwehrt, dann handelt er in Notwehr. Wenn der Handelnde allerdings jemand anderen
beschützt, jemand anderem hilft, also die Gefahr von einem anderen abwendet, diesen Angriff, dann handelt er in Nothilfe. Das ist oft bei polizeilichen Einsätzen der Fall, wenn zum Beispiel der Ehemann mit einem Messer auf die Ehefrau losgeht und diese töten will und die Polizei erschießt den Ehemann, dann handelt sie in diesem Fall aufgrund von Nothilfe. Ihr werdet die Zwangsmaßnahmen ja noch besprechen, aber in Paragraph 57 Absatz 4 Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, also im POG, dort steht explizit drin, dass die zivil- und strafrechtlichen Wirkungen nach den Vorschriften über Notwehr und Notstand unberührt bleiben. Das heißt, auch wir als Polizisten dürfen uns auf Notwehr bzw. Nothilfe nach dem StGB berufen. Beginnen wir heute mit dem Aufbauschema der Notwehr, die sich eigentlich schon aus dem Gesetzestext ergibt. Zuallererst müsst ihr die Tatbestandsmäßigkeit prüfen, also so wie wir es die ganze Zeit gelernt haben, von dem in Frage kommenden Delikt, das der in Notwehr Handelnde ja formal vollendet haben könnte, den objektiven und den subjektiven Tatbestand prüfen. Also wenn jemand in Notwehr jemanden tötet, dann würdet ihr hier den Totschlag prüfen. Wenn jemand in Notwehr jemand anderen schlägt, vielleicht noch mit einer Waffe oder einem gefährlichen Werkzeug, würdet ihr die normale Körperverletzung und die gefährliche Körperverletzung hier prüfen. Anschließend kommen wir dann zur Rechtswidrigkeit. Ich habe es ja eben schon mal erwähnt, die objektive Rechtfertigungselemente und die subjektiven Rechtfertigungselemente. Als allererstes muss man sich anschauen, liegt objektiv eine Notwehr oder eine Nothilfesituation vor. Das heißt, wir schauen uns zunächst einmal an, und zwar den Angriff. Also liegt ein Angriff vor, der gegenwärtig und rechtswidrig ist. Ganz wichtig ist hier wirklich das Objektiv zu betrachten. Das heißt, auch wenn derjenige, der Notwehr handelt, glaubt, in Notwehr zu handeln, das sind wieder andere Tatbestände, zum Beispiel die Putativnotwehr wäre das, dann prüft ihr trotzdem objektiv, liegt ein Angriff vor und wenn ihr das verneint, dann kann er sich zumindest auf Notwehr aus § 32 StGB erst einmal nicht berufen. Danach schauen wir uns an, wie derjenige gehandelt hat, der sich auf das Notwehrrecht beruft. Also schauen wir uns die Notwehr- bzw. Nothilfehandlung an und da prüfen wir zunächst die Verteidigung, dann die Erforderlichkeit und zu guter Letzt das Gebotensein. Als subjektives Rechtfertigungselement brauchen wir den Verteidigungswillen, nämlich den Willen, den Angriff abzuwehren. Zu guter Letzt käme dann die Schuld. Die Schuld prüft ihr allerdings nur dann, wenn ihr die Notwehr ablehnt. Wenn ihr zum Ergebnis kommt, dass Notwehr vorlag, somit das Handeln gerechtfertigt war, dann braucht ihr die Schuld auch nicht mehr zu prüfen, denn dann kämt ihr ja nach der Notwehr, nach der Rechtswidrigkeit zu dem Schluss, dass zwar der Tatbestand erfüllt ist, aber das Handeln durch Notwehr gerechtfertigt war und damit scheidet eine Strafbarkeit aus. Die Schuld ist irrelevant. Der Angriff. Der Angriff ist definiert als jede unmittelbare Bedrohung rechtlich geschützter Interessen durch menschliches Verhalten. Also der Angreifer muss ein Mensch sein. Ein Tier würde nicht ausreichen. Eine Ausnahme ist jedoch, wenn der Mensch einen Hund auf einen anderen Menschen hetzt. Dann ist ja der Hund quasi gesteuert durch menschliches Verhalten. Das würde auch hier einen Angriff darstellen. Notwehrfähig sind alle Individualrechtsgüter, also auch fremder Menschen, das hatten wir eben besprochen, die Nothilfe. Also nicht nur Leben, Gesundheit, Eigentum, ich sag mal die Klassiker, sondern eben auch die Ehre, das Recht am eigenen Bild, das Hausrecht, das Pfandrecht, die Nachtruhe, die Intimsphäre. Also alle Individualrechtsgüter sind notwehrfähig. Bitte benennt in einer Klausur auch das Individualrechtsgut oder die Rechtsgüter, die ihr als betroffen anseht, beim Namen. Die Bagatellschwelle muss hierbei überschritten sein, also es würde nicht ausreichen, wenn sich jemand an der Kasse vordrängelt oder jemand leicht anrempelt, mit einer Taschenlampe anleuchtet. Das reicht also nicht aus. Problematisch ist die Bejahung des Angriffs bei einem sogenannten Scherzangriff. Das heißt, der Angreifer agiert nicht ernsthaft, er will den Betroffenen aber einen Schreck einjagen. In diesem Fall, ich hatte es ja anfänglich gesagt, objektiv betrachtet, liegt kein Angriff vor. Und damit muss man eine Notwehrsituation ablehnen, aber der Täter oder der in Notwehr Handelnde könnte trotzdem gerechtfertigt sein, indem er nämlich über eine Putativnotwehr gerechtfertigt ist, die wir uns aber nicht näher anschauen in diesem Video. Der Angriff, da kommen wir gleich noch bei der Rechtswidrigkeit dazu, muss nicht zwingend einen Straftatbestand erfüllen. Wir hatten im Unterricht über das Beispiel gesprochen, wenn jemand den ganzen Tag neben mir hinterherläuft und mich fotografiert, dann wäre das mein Recht am eigenen Bild. Ja, ein Individualrechtsgut, was angegriffen wird.
Dieses Fotografieren stellt aber nicht zwangsläufig einen Straftatbestand dar. Also solange es jetzt nicht im höchstpersönlichen Lebensbereich ist, zum Beispiel Paragraph 201a StGB, oder wenn derjenige es nicht verbreiten will, dass man auf das Kunst- und Urheberrechtsgesetz zu sprechen kommt, dann kann es sein, dass dieses Verhalten gar keinen Straftatbestand erfüllt. Und dennoch ist es notwehrfähig, weil mein Individualrechtsgut bedroht ist, nämlich das Recht am eigenen Bild. Kommen wir nun zur Gegenwärtigkeit. Die Gegenwärtigkeit ist so definiert, dass der Angriff gegenwärtig ist, solange er unmittelbar bevorsteht, gerade stattfindet oder noch andauert. In einer Klausur rate ich dazu, diese Definition auch hinzuschreiben und euch dann den Punkt rauszusuchen, von dem ihr denkt, dass er auch hier zutrifft. Also, ist der Angriff gegenwärtig, weil er unmittelbar bevorsteht, gerade stattfindet oder noch andauert? Dann pickt ihr euch einen der drei Punkte, der drei Möglichkeiten raus, definiert diese näher, das besprechen wir gleich auf den nachfolgenden Folien, und dann subsumiert ihr auf den Punkt, auf den ihr glaubt, dass er vorliegt. Die erste Variante der Gegenwärtigkeit des Angriffs ist das unmittelbar Bevorstehen. Das Verhalten des Angreifers, das unmittelbar in die eigentliche Verletzungshandlung umzuschlagen droht. Stellt euch das Beispiel vor, der A will den B schlagen und er läuft gerade auf ihn zu und holt in dieser Sekunde aus und jederzeit ist damit zu rechnen, dass die Faust das Gesicht des B treffen könnte. Das wäre so ein klassischer Fall für die Definition unmittelbar bevorstehen. Denn hier muss man nach objektiver Betrachtungsweise davon ausgehen, dass sich die Gefahr so verdichtet hat, dass die Abwehrhandlung nicht mehr hinausgeschoben werden kann. Also der Notverhandelte muss nicht warten, bis die Faust ihn wirklich trifft, sondern er darf vorher schon agieren. Und hier ist eben diese zeitliche Nähe zu dem eigentlichen Ereignis, also zu der eigentlichen Verletzungshandlung, entscheidend. Die Frage ist, wie weit geht diese Formulierung unmittelbar bevorstehend? Also nicht erfasst sind künftige Angriffe, die Präventivnotwehr. Wir hatten über das Beispiel gesprochen, wenn der Rockerpräsident mitbekommt, dass der andere Rockerverein einen Angriff plant und dann sagt er, okay, eine Woche vorher, wir räumen jetzt mal so richtig auf und geht mit seinen Leuten in diesen Rockerclub. Das würde nicht ausreichen, denn das steht nicht unmittelbar bevor. Das wäre eine sogenannte Präventivnotwehr, wenn er quasi überhaupt nicht weiß, wann dieser geplante Angriff wirklich stattfinden soll. Das wäre dann wieder Selbstjustiz. Auch Dauergefahren sind nicht erfasst, also dann, wenn man den Zeitpunkt des Schadenseintritts gar nicht absehen kann. Problematisch sind in diesem Zusammenhang sogenannte Selbstschutzanlagen, also die antizipierte Notwehr, also zum Beispiel Selbstschutzanlagen, elektrischer Strom, Stacheldraht. Das wäre anders als bei dieser Präventivnotwehr von dem ersten Beispiel nicht von vornherein unzulässig, also, aber man müsste sie sich ganz genau anschauen und alle Punkte durchprüfen, auch bei der Erforderlichkeit, ob eine antizipierte Notwehr wirklich erforderlich wäre. Die einfachste Variante der Gegenwärtigkeit ist, wenn der Angriff gerade stattfindet. Das heißt, er hat begonnen und ist noch nicht beendet. Das wäre auch der Fall, wo ihr in einer Klausur am wenigsten schreiben dürft. Denn hier ist es relativ unproblematisch. Hier muss man keine Probleme künstlich hervorrufen, sondern wenn der Angriff begonnen hat und noch nicht beendet ist, also gerade die Fäuste fliegen noch in das Gesicht des anderen, ganz aktuell findet dieser Angriff statt, dann kann man das auch relativ kurz halten, da hier kein Problem ist. Als Beispiel, wenn der T in das Haus des O eingebrochen ist, um den Familienschmuck zu stehlen, und während sich der T noch an der Vitrine zu schaffen macht und gerade das Gold oder was auch immer da rausholt, überrascht ihn der O und schlägt ihn nieder mit einem Golfschläger. In einem solchen Fall ist es unproblematisch, dass der Angriff gerade stattfindet. Die aus meiner Sicht problematischste Variante ist die Variante, wie lange dauert der Angriff noch an? Denn die Definition besagt, dass der Angriff so lange noch andauert, wenn die Rechtsgutverletzung, auf die sich eben diese Verteidigungshandlung bezieht, noch nicht ihren tatsächlichen Abschluss gefunden hat, also noch nicht tatsächlich beendet ist und daher noch durch Gegenwehr abgewendet werden kann. Das heißt, in der Regel zwischen formaler Vollendung eines Delikts bis zur tatsächlichen Beendigung. Und das müssen wir uns jetzt genauer anschauen, denn ab welchem Zeitpunkt beginnt die verbotene Selbstjustiz und wie lange dauert eben dieser Angriff noch an und wann und wie lange darf der Notwehrhandelnde sich noch auf das Notwehrrecht berufen?
Diese Fälle sind die, bei denen ihr in der Klausur auch am meisten schreiben müsstet. Ihr müsstet also ganz nah am Sachverhalt argumentieren, warum hier noch die Gegenwärtigkeit gegeben ist oder eben auch nicht. Denn diese Fluchtfälle bei Eigentumsdelikten, also nehmen wir an, dass der Täter in dem vorherigen Beispiel jetzt mit dem Schmuck flieht und das Opfer, also der in Notwehr Handelnde, schießt ihm hinterher und trifft ihn auch. Dann wäre die Gegenwärtigkeit so lange gegeben, sofern der Täter die Beute noch bei sich trägt und der Notwehrübende den Besitz zurückerlangen möchte und vor allem auch kann. Wir gehen gleich noch einmal näher darauf ein, wie lange dieses Recht für ihn gilt. Die Frage bei diesen Fluchtfällen ist nämlich, wie lange ist wirklich diese Gegenwärtigkeit gegeben und ab wann beginnt die verbotene Selbstjustiz? Die Gegenwärtigkeit liegt nämlich nicht mehr vor, wenn der Angriff fehlgeschlagen, endgültig aufgegeben oder vollständig durchgeführt wurde, sodass die Rechtsgutverletzung durch Gegenwehr nicht mehr abgewendet werden kann. Wir nehmen also noch einmal das Beispiel mit dem Schmuckdieb. Der rennt gerade raus, klettert über einen Zaun und in dem Moment wird er erschossen von dem in Notwehr Handelnden. Dann kann in dem Moment der in Notwehr Handelnde noch die Rechtsgutverletzung abwenden, indem er ihn erschießt und wieder an seinen Schmuck kommt. Wenn der Täter es allerdings schafft, über den Zaun zu klettern und ist weg und der Notwehrhandelnde hat überhaupt keine Ahnung mehr, wo er ist und trifft ihn dann eine Woche später zum Beispiel auf einer Schmuckmesse, dann darf er dann nicht mehr in Notwehr handeln, sondern das wäre verbotene Selbstjustiz. Er müsste in diesem Fall also ganz normal die Polizei anrufen, die dann letztendlich alle weiteren Maßnahmen in die Wege leiten muss. Aber überlegt euch immer, kann der Täter oder der in Notwehr Übende, kann der Notwehrübende noch diese Rechtsgutverletzung durch Gegenwehr abwenden oder nicht. Wenn der Täter weg ist, dann kann er das nicht mehr und dann ist der Angriff auch nicht mehr gegenwärtig. Aber ihr müsst hier sehr viel schreiben, viel argumentieren und vor allem bitte benutzt den Sachverhalt und nehmt die Informationen, die der Sachverhalt euch bietet und baut die in eure Argumentation in diesem Fall auch ein. Kommen wir nun zum letzten Merkmal des Angriffs, nämlich der Rechtswidrigkeit. Und diese liegt vor, wenn der Angreifer keinen Rechtfertigungsgrund hat, der Angriff im Widerspruch zur Rechtsordnung steht und der Angegriffene, also der in Notwehr Handelnde, ihn daher nicht zu dulden braucht. Eine Information für euch als Polizeibeamte: Das polizeiliche Gegenüber hat natürlich bei rechtmäßigen polizeilichen Maßnahmen eine Duldungspflicht und wenn es sich dagegen wehrt, dann begeht es selbst eine Straftat. Allerdings ist es sehr wichtig, dass die polizeiliche Maßnahme auch rechtmäßig ist, denn gegen rechtswidrige Maßnahmen besteht sehr wohl ein Notwehrrecht. Was denke ich selbstverständlich ist, dass keine Notwehr gegen Notwehr möglich ist, also der Angreifer darf sich danach nicht wiederum auf Notwehr berufen, weil er durch den anderen, der Notwehr handelt, auch aus seiner Sicht wieder angegriffen wird. Also das schließt sich selbstverständlich gegenseitig aus. Ich hatte es eben bereits erwähnt, der Angriff muss nicht zwingend einen Straftatbestand erfüllen. Also man kann auch einen Angriff auf ein Individualrechtsgut ausüben, ohne dass dieser Angriff einen Straftatbestand erfüllt. Das ist also nicht zwingend erforderlich. Bitte merkt euch das, es ist sehr wichtig. Als Klausurhinweis sollte der Angriff allerdings einen Tatbestand erfüllen, dann könnt ihr mit einem Satz darauf hinweisen und das entsprechende Delikt mit dem zutreffenden Paragraphen auch nennen. Das ist natürlich sehr einfach für euch, dann könnt ihr die Rechtswidrigkeit relativ schnell bejahen und ihr zeigt auch noch ein übergeordnetes strafrechtliches Verständnis, indem ihr sogar noch zeigt, dass ihr auch beim Angreifer eine Straftat erkennt. Bitte verzichtet allerdings auf eine detaillierte Prüfung, es sei denn, und das ist ganz, ganz wichtig, es wird in der Fragestellung explizit verlangt. Also bitte lest die Fragestellung ganz genau. Steht da, prüfen Sie den A strafrechtlich oder den B strafrechtlich oder sind beide verlangt? Wenn beide verlangt sind, dann empfiehlt es sich natürlich mit dem Angreifer anzufangen, damit man es danach leichter hat, zum Beispiel an dieser Stelle, nämlich der Rechtswidrigkeit, dann kann man einfach auf den Angreifer verweisen. Nun haben wir uns die ganze Zeit den Angreifer angeschaut, nämlich die Notwehr- bzw. Nothilfesituation. Und nun wechseln wir die Perspektive und schauen uns den in Notwehr Handelnden an, nämlich die Notwehr- oder Nothilfehandlung. Und die beginnen wir mit der Verteidigung. Dies nämlich definiert als jedes Verhalten, das sich ausschließlich gegen die Rechtsgüter des Angreifers richtet und der Beendigung des Angriffs dient. Das ist sehr wichtig zu wissen, denn genau hier besteht die Abgrenzung zum rechtfertigenden Notstand. Ihr müsst also benennen,
dass sich die Handlung ausschließlich gegen die Rechtsgüter des Angreifers richtet. Also wenn ich angegriffen werde und ich schlage den Angreifer oder ich töte den Angreifer, dann habe ich nur dessen Leib, Leben oder die Gesundheit beeinträchtigt, aber keinerlei Rechtsgüter von jemand anderen. Wenn ich Rechtsgüter von jemand anderen beeinträchtige, dann muss ich wieder auf einen anderen Rechtfertigungsgrund gehen, zum Beispiel den Aggressivnotstand aus dem BGB oder eben den rechtfertigenden Notstand. Dann solltet ihr die Verteidigungsform benennen. Also handelt es sich um eine rein defensive Abwehr, dann wäre es Schutzwehr, oder handelt es sich um eine Abwehr in Form eines Gegenangriffs, nämlich die Trutzwehr. Häufig habt ihr die Trutzwehr, denn in der Regel schlägt der andere zurück, sticht zurück, schießt zurück, was auch immer. Aber eine rein defensive Abwehr, dass man zum Beispiel einfach den Schlag abwehrt und dabei den anderen verletzt, also die Schutzwehr, die ist relativ selten. Aber bitte benennt einfach, welche Art der Verteidigungsform vorliegt. Auch hier bei der Verteidigung muss man nicht allzu viel schreiben. Sind allerdings Auswirkungen auf Dritte gegeben, dann ist keine Rechtfertigung mehr durch Notwehr möglich, sondern dann müsste man zum Beispiel den rechtfertigen Notstand aus § 34 StGB prüfen. Aber die Notwehr kann eben einen Eingriff in die Rechtsgüter Dritter nicht rechtfertigen. Eine Ausnahme ist, wenn sich der Angreifer eines Gegenstandes bedient, der jemandem, einem Dritten gehört, dann wird dieser dem Angreifer zugeordnet. Aber die Regel ist, dass sich die Notwehr ausschließlich gegen den Angreifer richten darf und eben nicht auf Dritte auswirken darf. Nun kommen wir denn zu dem Punkt, der häufig am problematischsten ist bei der gesamten Notwehrprüfung. Und dementsprechend ist es auch wichtig, dass ihr hier sehr viel schreibt, sehr viel argumentiert und die Dinge aus dem Sachverhalt auch hinzuzieht. Also schön subsumieren. Denn ihr müsst nun die Erforderlichkeit prüfen. Und die Erforderlichkeit besteht zunächst aus geeigneten Maßnahmen und danach schaut man, ob die geeigneten Maßnahmen, welche von denen am wenigsten schädlich oder gefährlich ist, also erforderlich ist. Also prüft ihr zuallererst, was ist denn überhaupt geeignet hier? Also die Definition lautet, erforderlich ist, was notwendig ist, um den Angriff zu brechen, also diejenige Handlung, die a. eine sofortige Beendigung des Angriffs mit Sicherheit erwarten lässt und b. die endgültige Beseitigung der Gefahr am besten gewährleistet. Ihr schaut also zuallererst, was sind denn alles geeignete Maßnahmen. Bitte vergesst bei dieser Prüfung auch nicht diejenige Maßnahme, die der in Notwehr Handelnde im Sachverhalt auch angewendet hat. Also wenn er schießt, dann muss natürlich auch der Schuss hier auftauchen und geprüft werden, ob der überhaupt geeignet war. Bitte verwendet hier auch Dinge, die jetzt vielleicht nicht im Sachverhalt beschrieben sind, seid ein bisschen kreativ. Was hätte er noch machen können? Hätte er die Polizei anrufen können? Und dann auch negativ abgrenzen. Wenn ihr zu dem Ergebnis kommt, dass das Polizeianrufen nicht funktioniert hätte, da die Polizei viel zu lange gebraucht hätte, dann schreibt das bitte aber auch. Ihr solltet auch nicht zu kreativ sein, also Dinge, die völlig außerhalb dessen sind, was mit dem Sachverhalt auch nur etwas zu tun hat, die sollten hier natürlich auch nicht auftauchen. Aber ihr beginnt damit, erst einmal geeignete Maßnahmen zu suchen, beziehungsweise aus eurer Sicht nicht geeignete Maßnahmen negativ abzugrenzen. Denn die Maßnahmen, die aus eurer Sicht geeignet sind, die kommen danach in den Topf der Erforderlichkeit. Und dazu muss der in Notwehr Handelnde grundsätzlich dasjenige Mittel wählen, das im konkreten Fall am wenigsten schädlich oder gefährlich ist. Wenn ihr also nur ein einziges Mittel habt, was aus eurer Sicht überhaupt nur geeignet ist, dann kommt in den Topf der Erforderlichkeit auch nur dieses eine geeignete Mittel und es ist dann automatisch auch das mildeste Mittel, denn wenn es keine anderen geeigneten Mittel gab, dann hatte der in Notwehr Handelnde auch keinerlei Möglichkeit, zwischen verschiedenen Mitteln auszuwählen. Aber bei diesem Punkt müsst ihr viel schreiben, viel argumentieren und vor allem bei tödlich wirkenden Notwehrmitteln, da kommen wir jetzt noch einmal drauf. Zunächst bei der Geeignetheit, bei den geeigneten Mitteln, muss euch bewusst sein, dass die Handlung die Gefahr von allen angegriffenen Rechtsgütern auch abwenden muss. Es reicht also nicht, wenn nur von einzelnen Rechtsgütern die Gefahr abgewendet ist. Also zum Beispiel, ich werde ausgeraubt und man versucht mich zu schlagen und klaut mir etwas, dann kann ich nicht sagen, eine geeignete Maßnahme wäre zum Beispiel, den zurückzuschlagen, dass derjenige von mir ablässt, denn dann ist vielleicht die Gefahr von meinem Rechtsgut der körperlichen Unversehrtheit abgewendet, aber noch nicht von meinem Eigentum.
Also, ich darf auch Dinge tun, die auch mein Eigentum schützen. Gegebenenfalls muss der Notwehrhandelnde auch eine Stufenfolge einhalten. So muss er zum Beispiel vor allem bei tödlich wirkenden Mitteln vorher mal androhen, einen Warnschuss abgeben oder einen gezielten Schuss bringen. Das kann allerdings natürlich entfallen, wenn von Anfang an keine Wirkung zu erwarten ist oder sich die Lage des Verteidigenden deutlich verschlechtern bzw. ein Risiko entstehen würde. Erinnert euch an den Fall, als leider unser Kollege vom SEK erschossen wurde von einem Rocker. Da kam das Gericht ja in letzter Instanz zu der Überzeugung, dass der eben keinen Warnschuss und auch keine Androhung hätte abgeben müssen, sondern er durfte direkt durch die verschlossene Tür schießen, weil er dadurch, wenn er angedroht hätte oder den Warnschuss abgegeben hätte, hätte er seine Lage deutlich verschlechtert und er hätte ein Risiko eingehen müssen. Denn er dachte ja, dass vor der Tür nicht die Polizei stünde, sondern vielmehr die verfeindete Rockergruppierung. Also bitte diskutiert das bei Notwehr mit tödlichen Mitteln und ja, kommt zu einer Entscheidung. Und wenn im Sachverhalt steht, der hat vorher angedroht und da hat er sogar noch einen Warnschuss abgegeben, dann nehmt diese Dinge auf und schreibt, dass der Warnschuss eben nicht geeignet war, weil laut Sachverhalt macht der Täter einfach weiter. Beschreibt, dass die Androhung nicht geeignet war, weil der Täter einfach weitermacht. Also bitte geht hier auf den Sachverhalt ein, denn im Sachverhalt stehen diese Dinge zumeist drin. Ein Grundsatz hier, der generell gilt bei der Notwehr, Recht braucht Unrecht nicht zu weichen und Verhältnismäßigkeitsüberlegungen sind dem Notwehrrecht fremd. Das heißt, ich darf jemanden erschießen, weil er mein Eigentum beeinträchtigt. Diese Verhältnismäßigkeitsüberlegungen werden nur später nochmal beim Gebotensein geprüft, aber generell sind Verhältnismäßigkeitsüberlegungen dem Notwehrrecht fremd. Es muss also zwischen der Intensität von dem Angriff und der Verteidigung eine Proportionalität gegeben sein. Auch das sind übrigens schöne Sätze, die man in einer Klausur gut verwenden kann. Das klingt gut und zeigt dem Korrektor, dass ihr es verstanden habt. Überlegt euch also bei der Frage, der geeignet hat, welche Mittel hatte der Verteidigende überhaupt zur Abwehr zur Verfügung? Also hatte er nur dieses eine, das von ihm gewählte, so war das zwangsläufig auch das mildeste, das sagte ich bereits. Aber hat er auch noch andere Mittel zur Verfügung gehabt? Also ich nehme ein blödes Beispiel. Jemand wird angegriffen und neben ihm liegt ein Messer, eine Schusswaffe und ein Schlagstock. Dann müsstet ihr diese drei Punkte durchprüfen und überlegen, danach sind die geeignet. Wenn ihr alles bejaht, müsst ihr danach überlegen, was wäre das mildeste Mittel gewesen und hat der in Not verhandelte auch das mildeste Mittel genommen. Ihr solltet jetzt nicht hier anfangen mit einem Stein oder sonstigen Gegenständen, die überhaupt nicht in der Nähe sind, weil das unrealistisch ist und das hat in der Prüfung auch nichts zu suchen. Ihr solltet euch auch die Frage stellen, hat der Angegriffene überhaupt genügend Zeit zur Auswahl der Mittel und sind alle Mittel denn auch wirklich gleich wirksam? Also hier wirklich viel argumentieren, gegeneinander abwägen und vergegenwärtigt euch immer, dass der Angegriffene, also der in Notwehr Handelnde, kein Risiko bzw. keine Gefährdung eigener Rechtsgüter hinnehmen muss, um den Angreifer zu schonen. Denn letztlich ist der Angreifer selbst dafür verantwortlich, dass er angreift und dann muss er auch das Risiko tragen und nicht der in Notwehr Handelnde. Der in Notwehr Handelnde darf also das Mittel wählen, das ziemlich sicher auch eine Erfolgsabwendung nach sich zieht. Und hier findet keine Rechtsgüterabwägung statt. Also man wägt nicht Eigentum gegen Leben ab. Wir kommen auf einen Sonderfall gleich noch. Für eine Klausur als Hinweis, ich hatte es ja eben auch schon gesagt, also bitte theoretisch mögliche Mittel benennen. Also die Mittel, die ihr auch wirklich hätte anwenden können und auch negativ abgrenzen. Wenn ihr der Meinung seid, die sind nicht geeignet, dann schreibt das bitte hin. Wir können das nur bewerten, wenn ihr das auch hinschreibt und das nicht nur im Kopf quasi abarbeitet. Seid hier kreativ und sprecht diese weniger wirksamen Mittel an und schließt sie dann wegen der geringeren Wirksamkeit einfach aus. Zum Beispiel hatte der Schuss in den Kopf die gleiche Wirkung wie der Schuss in die Hand. Und vor allem war es auch dem Täter möglich, hätte er überhaupt die Hand treffen können oder musste er den Kopf treffen oder konnte er nicht gut zielen? Hätte er die Polizei anrufen können? Wie schnell ist überhaupt Hilfe vor Ort? Das sind alles so Fragen, die ihr euch da stellen müsst. Also bei der Erforderlichkeit, beziehungsweise hier sind wir noch bei den geeigneten Mitteln, da müsst ihr richtig viel schreiben. Vor allem bei der Notwehr ist häufig die Erforderlichkeit, gerade bei tödlich wirkenden Notwehrmitteln ist es häufig der Punkt, an dem die Notwehr scheitert. Also deswegen bitte hier viel schreiben,
viel argumentieren und vor allem viel Sachverhaltsbezug. Schaut, was gibt euch der Sachverhalt her und was hat der Notwehrhandelnde vielleicht vorher alles schon versucht, was eben nicht geeignet war. Kommen wir nun zum letzten Punkt der Notwehrhandlung. Wir müssen uns zuletzt fragen, war diese Handlung auch geboten? Das ist ähnlich wie bei der Rechtswidrigkeit mit § 11 Absatz 1 Nummer 5 StGB, wo die Tatbestandsverwirklichung grundsätzlich die Rechtswidrigkeit indiziert. Hier ist es so, dass die Erforderlichkeit grundsätzlich auch das Gebotensein indiziert, also wieder ein Regelausnahmeprinzip. Die Regel ist, dass eine erforderliche Verteidigung auch geboten ist. Es gibt allerdings Ausnahmen, und dazu kommen wir gleich mit den Fallgruppen. Diese Fallgruppen müsst ihr auswendig parat haben und ihr prüft sie im Kopf. Liegt eine vor oder, das ist auch sehr wichtig, könnte eine vorliegen, denn wenn sie vorliegen könnte, bitte sprecht sie auch an, denn es gehört zum Gutachtenstil dazu und grenzt sie halt negativ ab. Also es gibt bestimmte Fälle, in denen der Notwehrausübende sich eben nicht verteidigen darf, denn entweder er darf sich nicht verteidigen oder aber in einer schwächeren, für ihn risikoreicheren Weise handeln muss. Man nennt das auch die sozialethische Einschränkung des Notwehrrechts. Die erste Fallgruppe liegt vor, wenn ein unerträgliches, krasses Missverhältnis gegeben ist. Bitte denkt daran, dass ein offensichtliches Missverhältnis nicht ausreicht. Also ein Beispiel für so ein solches unerträgliches, krasses Missverhältnis ist, wenn der gelähmte Bauer mit seiner Schrotflinte auf Kinder schießt, die seine Kirschen klauen wollen. Hier würde man zum Ergebnis kommen, Erforderlichkeit ja, denn der gelähmte Bauer hatte vielleicht keine andere Möglichkeit, diesen Angriff abzuwehren, aber hier liegt ein unerträgliches, krasses Missverhältnis vor, sodass er eben nicht mit der Schrotflinte auf die Kinder schießen darf. Haben wir jetzt den Fall, dass der Schmuckdieb einen hohen Sachwert entwendet, sagen wir mal Schmuck im Wert von 50.000, 60.000 Euro, und der Notwehrhandelnde erschießt diesen Schmuckdieb, dann haben wir vielleicht ein Missverhältnis, aber es ist kein unerträgliches, krasses Missverhältnis. Also bitte in diesen Fällen, wenn so etwas kommt in einer Prüfung, dann sprecht es an, kommt auch zu dem Ergebnis, wenn man Leben gegen Eigentum abwägt, hier liegt vielleicht ein Missverhältnis vor. Erinnert euch nochmal, dass aber diese Abwägungsprozesse dem Notwehrrecht fremd sind, denn hier liegt kein unerträgliches, krasses Missverhältnis vor. Und ein offensichtliches Missverhältnis zwischen Leben und Eigentum reicht eben nicht aus. Aber wenn so ein Fall wäre, dann müsstet ihr ihn in der Klausur auch ansprechen. Bitte nicht das alles im Kopf machen, das reicht nicht aus, dann können wir es nicht bewerten. Die zweite Fallgruppe liegt vor, wenn ein fehlendes Rechtsbewährungsinteresse gegeben ist. Also zum Beispiel bei schuldlos Handelnden, wenn Kinder betroffen sind, Geisteskranke. Also sie werden angegriffen von einem Kind oder einem Geisteskranken, dann müssten sie hier etwas zurückhaltender sein. Das gleiche gilt bei einer engen familiären Verbundenheit oder ehelichen Lebensgemeinschaften. Also wenn in einer Prüfung oder auch draußen im wahren Leben, wenn da eine Ehe vorliegt, dann müsste der Notwehrhandelnde eher zurückhaltender sein. Er hat also eine erhöhte Gefahrenertragungspflicht, aber ganz wichtig, er hat keine Duldungspflicht. Das heißt, die Ehefrau muss sich nicht von ihrem Ehepartner töten lassen, nur weil sie mit ihm verheiratet ist, aber sie muss zunächst vielleicht eher, wenn es ihr möglich ist, Schutzwehr anwenden, bevor sie zur Trutzwehr übergeht. Aber ganz wichtig, keine Duldungspflicht. Irgendwann darf sich auch die Ehefrau dann gegen ihren Ehemann wehren. Also in einer Klausur, wenn so etwas ist, eine Ehe, Kinder, Geisteskranke, sprecht diese Fallgruppe an und prüft, ob die Verteidigungshandlung dennoch geboten war. Die nächste Fallgruppe ist eher weniger relevant. Es geht um die sogenannte Unfugabwehr, also zum Beispiel das leichte Anrempeln, das Vordrängen in der Warteschlange. In diesen Fällen wäre eine Notwehrhandlung nicht geboten. Allerdings hatten wir schon gesagt, dass hier schon bei der Notwehrsituation fraglich ist, ob überhaupt ein Angriff vorliegt. Der nächste Punkt wäre die Provokation. Das heißt, hier geht es nicht um rechtswidriges, aber sozialethisch zu beanstandendes Vorverhalten des Notwehrübenden. Es ist ganz wichtig, es geht nicht um den Angreifer, sondern der in Notwehrübende hat sich sozialethisch ja nicht korrekt verhalten. Das heißt, in diesem Moment muss er das mildeste Mittel bis zu einem bestimmten Zeitpunkt wählen. Er muss also zunächst vielleicht ausweichen, dann muss er Schutzwehr vor Trutzwehr benutzen. Das heißt,
Er muss also etwas zurückhaltender sein, denn er hat ja letztlich diesen Angriff auch irgendwie provoziert, sozialethisch. Das muss man unterscheiden von der Absichtsprovokation, da kommen wir im nächsten Punkt drauf. Also hier, das wären so Fälle, wenn der A dem B die Freundin ausgespannt hat und der B schlägt auf den A ein, dann darf der A erstmal ja nicht direkt zur Trutzwehr übergehen, sondern er muss ein bisschen zurückhaltender agieren, als wenn er jetzt überhaupt nichts für diesen Angriff beigetragen hätte. Kommen wir zu guter Letzt zum subjektiven Rechtfertigungselement, nämlich dem Verteidigungswillen. Dieser liegt vor, wenn der Verteidiger ausschließlich den Angriff abwehren will. Also es dürfen keine anderen Motive dort mitspielen. Ihr müsstet in einer Klausur also prüfen, wollte der in Notwehr Handelnde denn ausschließlich wirklich diesen Angriff abwehren oder hatte er noch andere Motive? Wenn derjenige nämlich einen Angriffswillen hatte, dann schließt sich Notwehr aus. Das wäre zum Beispiel der Fall bei der sogenannten Absichtsprovokation. Also, wenn der Angegriffene, also der Angegriffene ist der in Notwehr Übende, wenn der quasi sich so verhält, dass objektiv und subjektiv dieses Verhalten nur den Zweck hat, den Angreifer zu provozieren und ihn unter Ausnutzung des Notwehrrechts zu verletzen, dann ist eben dieser Verteidigungswille nicht gegeben, sondern läge ein Angriffswille vor. Das ist also ganz wichtig, wenn der in Notwehr Übende den anderen so lange provoziert und hofft, hoffentlich schlägt er endlich zu, damit er ihm unter Ausnutzung des Notwehrrechts ebenfalls ins Gesicht schlagen kann, dann wäre dieser Person nicht durch Notwehr gerechtfertigt. Kommen wir also noch einmal zu einer kurzen Zusammenfassung. Denkt bitte dran, ihr prüft zuallererst die Tatbestandsmäßigkeit des in Frage kommenden Deliktes, also objektiv und subjektiv. Im Anschluss kommt dann die Rechtswidrigkeit, wie immer Römisch 2. Stellt bitte kurz fest, dass gemäß § 11 Absatz 1 Nummer 5 StGB normalerweise die Tatbestandsverwirklichung auch die Rechtswidrigkeit indiziert. Hier könnte der Täter allerdings durch Notwehr gemäß § 32 Absatz 1 StGB gerechtfertigt sein. Die Definition der Notwehr steht in § 32 Absatz 2 StGB. Dann prüft ihr die objektiven und die subjektiven Rechtfertigungselemente. Bitte beachte, dass jeder einzelne Punkt auch vorliegen muss, damit der Täter durch Notwehr gerechtfertigt ist. Wenn ihr zu dem Ergebnis kommt, dass derjenige durch Notwehr gerechtfertigt ist, dann müsst ihr die Schuld auch nicht mehr prüfen. Denn es ist dann schlichtweg irrelevant, ob der Täter schuldhaft gehandelt hat oder nicht. Denn wenn er den Tatbestand zwar erfüllt hat, aber durch Notwehr gerechtfertigt ist, dann scheidet eine Strafbarkeit aus und das formuliert ihr auch dann noch im Ergebnissatz. Gut, dann sind wir durch heute mit der Online-Vorlesung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen bzw. hören uns bei der nächsten Vorlesung.